eine Frage, wenn ihr gestattet. Es geht um Folgendes. Ich habe geschworen, euch zu dienen. Und ich weiß, welchen Weg ihr beschreitet, und das ist auch alles schön und gut. Meine Frage bezieht sich darauf, was ihr mit mir zu tun gedenkt, wenn das alles vorbei ist. Nur so aus Neugier. Ein ganz neuer Gedanke. Normalerweise bin ich derjenige, der sich vergeht, wenn es um hübsche Damen geht. Gefällt mir. Aber ihr lenkt gerade vom Eigentlichen ab. Ich sagte, ich würde euch dienen, bis ihr mich freigebt. Ich dachte nur, dass ihr nach Abschluss dieser Aktion als grauer Wächter keinen Bedarf mehr an einem Meuchelmörder hättet, der euch folgt. Oder liege ich da falsch? Da würden mir im Notfall sicher noch ein paar mehr einfallen. Ich weiß gern, welche Alternativen ich habe. Aber das klären wir ein andermal. Jetzt haben wir erstmal alle Hände voll zu tun, richtig? Schon gut, schon gut. Igitt. Einfach nichts bestellen oder anfassen. Und vor allem nicht hinsetzen. Wenn ihr hier was trinken wollt, Markling, solltet ihr Geld haben. Und ich merke, ob es gestohlen ist. Bei 52 Sorten Bier, 17 Sorten Met und einem Dutzend importierter Weine sollten wir auch euren Geschmack treffen. Was darf's sein? Ich habe einen preisgekrönten Honigmet. Wird jeden Monat von einer Oberflächenfamilie hierher geliefert, kostet nur 1,5 Silberlinge pro Krug. Ein Honigmet kommt sofort. Vortec geworden schuldet Prinz Belen eine Menge. Vom kleinen Adligen zur rechten Hand des Prinzen. Der tut für Belen alles. Nun, ich habe noch andere Gäste. Wenn ihr noch was braucht, ruft mich einfach. Wusste gar nicht, dass Cora Marklinge reinlässt. Glaubt ihr, jemand in der Schenke lässt zu, dass ihr Hand an mich legt, Markling? Verzieht euch! Ich trinke nicht mit Kastenlosen. Möglich. Was geht euch das an? Was? Ihr glaubt, sie würde sterben, um das Ding zu behalten? Sie weiß, was sie tun muss, um nach Hause zu können. Ich wollte nicht, dass sie geht. Nur der Bastard. Versteht sie nicht, dass ihr Leben besser sein kann, wenn sie ihn los wird? Sagt ihr, wir wollten ihr nie wehtun. Es schien einfach das Beste zu sein. Ach, sie soll einfach nach Hause kommen. Ihre Mutter und ich werden sie erwarten. Ihm gesagt, dass ich nicht verstehe, warum nicht jeder am Turnier teilnehmen darf. So zeigen die Ahnen ihr Wohlwollen, heißt es. Und dafür brauchen sie unsere Mithilfe? Dafür hätte er mich beinahe geohrfeigt. Lord Denek Helby, ehrbarer Desch hier der Versammlung und schreckliche Enttäuschung für meine Mutter, die meine Aufenthalte in Tavernen aufs Strengste missbilligt. Ich bin neugierig. Ihr habt also an der Oberfläche gelebt, richtig? Dort gibt es keine Kasten. Ist es darum schlimmer als in Orsama?
So ist es. Ihr wisst sicher bereits, dass ich ein Nichtsnutz bin, der in der Schenke sein Leben versäuft. Und wurde größte Schande der Versammlung aller Zeiten erwähnt? Das fand ich immer besonders schön. Die meisten Schmiede und Wirte geben brauchbare Dashes ab, wenn wir ihnen einen Sitz in der Versammlung geben würden. Orsama ist so traditionsverhaftet, dass nicht mal die Frage auftaucht, ob man Kasten wirklich braucht. Ach, ich sollte wohl Beweise fordern oder fragen, was euch das angeht, aber ich hab es so satt. Und überrascht bin ich auch nicht. Ich will das Land gar nicht, aber mein Haus würde mich hinrichten, wenn ich es ablehnen würde. Verantwortung, wisst ihr? Jetzt muss ich die Abmachung zurückweisen und dann handeln beide Parteien etwas Neues aus. Und ich hatte gehofft, es würde ein schöner Tag. Aber er soll seinen eigenen Bruder getötet haben. Das ist schlimmer als betrügerische Landgeschäfte. Obgleich mein Haus das vermutlich anders sieht. Stimmt. Ich habe sie zusammen gesehen. Und er kümmert sich wirklich um sie. Vielleicht ist er doch aufgeschlossener, als ich dachte. Was wollt ihr? Ah, ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid der kastenlose Welpe, der weggerannt ist, um ein Wächter zu werden. Ihr wurdet beobachtet, wie ihr euch mit Vortec Gavorn unterhalten habt. Und jetzt heißt es, ihr würdet die Drecksarbeit für Belen erledigen. Ich dachte, vielleicht könntet ihr mir, nun ja, bei der Suche nach Brunka helfen. Aber ich schätze, ihr seid einfach genau wie alle anderen. Brunka ist ein Paragon und die einzige seit 4 Generationen, die klug genug war, um dazu ernannt zu werden. Sie ist eine Schmiedin, die sauber verbrennende Kohle erfunden hat. Es ist 2 Jahre her, seit sie in den tiefen Wegen verschwunden ist und euer Boss hat nie einen Gedanken an sie verschwendet. Was will er nur jetzt von ihr? Ich weiß, dass er versucht hat, etwas über sie herauszufinden und zu verstehen, wonach sie gesucht hat. Aber sie hat selbst mir nichts erzählt. Er will ihn für sich haben, richtig? Eine kleine Segnung durch die Technologie der Ahnen soll ihm den Thron sichern, ist es nicht so? Ihr sucht also doch danach. Natürlich, das ist alles, was die Leute interessiert. Los, verzieht euch endlich, ich brauche verdammt nochmal was zu trinken. Macht nur weiter eure Botengänge. Aber bis euer Boss ernsthaft mit der Suche beginnt, bekommt ihr vom alten Orgren nichts als heiße Luft. Hoffentlich steht eine Nagge auf dem Herd. Ich verhungere. Sie sind überall. Ich ertrage. Was? Verschwindet! Ihr werdet euch verwandeln, wie all die anderen auch. In meinen Freunden verbergen sich Monstren. Sie folgen einem. Wenn ihr erst einmal mit drin hängt, ergreifen sie Besitz von euren Freunden und verfolgen euch! Seht her, ich habe Abschriften gefunden. Sie alle entstammen derselben Feder und sind älter als die im Gesang. Sie haben geschlafen, verdammt! Nehmt sie, ich will nicht mehr! Ich werde nicht auf der Suche nach einer Lüge verschwinden, niemals!